Wo kommen Sie her? Was fällt Ihnen ein? Sie können hier doch nicht einfach so durch die Zimmer laufen. Das hier ist ein diskretes Familienhotel. Wo ist der Schlüssel für Zimmer 5? Miss Morgans Zimmer, den haben Sie. Geben Sie ihn sofort her, wenn das die Polizei erfahren würde. Um Himmels Willen. Und jetzt raus! Lassen Sie sich hier nie wieder blicken! Wenn Sie... Raus! Mann, war der sauer. Egal. Ich habe alles, was ich wollte und ich muss wohl kaum nochmal ins Hotel. Was ist mit meinem Dia-Projektor? Keine Angst, ich hab ihn hier. Ist er kaputt? Nein, aber alt und schäbig wie immer. Wofür brauchen Sie eigentlich den Projektor? Sie sind blind. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Kennen Sie diesen Mann hier? Willst du mich verarschen? Oh, sorry. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Klar, die Polizei war hier. Wollte wissen, ob ich etwas gehört habe. Haben Sie? Ich habe Ohren wie ein Luchs. Aber es hat geregnet. Und wenn der Regen auf das Blechdach unter meinem Fenster knallt, höre ich nichts anderes mehr. Die Polizei sucht einen Mann namens Reginald Boris. Er hat sich gestern in einer Seitengasse neben Ihrem Laden versteckt. Haben Sie davon etwas mitbekommen? Wenn ich so einen Strolch bemerkt hätte, hätte er etwas zu hören bekommen. Das glaube ich. Die Polizei hält eine Unschuldige gefangen. Soll vorkommen. Ich werde beweisen, dass sie unschuldig ist. Ist sie so hübsch? Sie ist verdammt hübsch. Aber deswegen tue ich es nicht. Schon klar, einer 60-jährigen, gerunzeligen Schachtel hättest du natürlich genauso geholfen. Ist letztlich aber auch egal. Die Starken müssen den Schwachen helfen. Es ist deine Pflicht, sie da rauszuholen. Helfen Sie mir dabei? Wenn ich kann. Sie sind doch Experte für Funkgeräte, oder? Könnten Sie mir sagen, was das hier ist? Wer zum Teufel? Darren! Können Sie mir helfen oder nicht? Es ist wichtig. Das ist ein einfacher Funksender. Ziemlich billig. Schrott aus Asien. Ich habe das Ding in einem Lüftungsschacht im Hotelzimmer einer jungen Dame gefunden. Welche Reichweite hat denn so ein Teil? Nicht weit. Wenn es in einem Raum benutzt wird, ein paar Meilen bestenfalls. Und wo der Empfänger ist, kann man nicht herausfinden, oder? Das hilft mir alles nicht weiter. Verdammt. Ich kenne eigentlich alle Funker in der Gegend hier. Und keiner von denen würde so ein Ding im Zimmer einer Dame verstecken. Aber? Aber ich habe gestern Abend einen seltsamen Morsespruch abgefangen. Langwelle, kurz nach 1800. Jemand Neues. Er hat etwas von einem Mädchen berichtet, das jetzt in Sicherheit wäre. Und er hat angekündigt, dass er sich heute um 1800 erneut melden würde. Das könnte Reginald Boris gewesen sein. Ein Ausländer? Ja. Und außerdem vielleicht der Mörder vom alten Fuller. Und jemand, der einer Unschuldigen den Mord in die Schuhe schieben will. Und du willst das verhindern? Vielleicht steckt doch ein Funken Anstand in dir. Können wir Reginald aufspüren, wenn er um, 1800 wieder funkt? Natürlich!
Mit Richtantennen, ich habe eine hier. Eine zweite müssen wir bauen. Dann peilen wir den Genossen von 2 Punkten aus an und bang, haben wir ihn. Was brauchen Sie dazu? Lass mich überlegen. Ein Radio habe ich hier, das können wir benutzen. Dann brauche ich noch ein Metallrohr. Kupferdraht, mindestens 1 Meter. Und du brauchst Kopfhörer und einen Kompass, um genau peilen zu können. Bring mir die Sachen her und ich baue den Peilempfänger. Beeilung, es ist nicht mehr viel Zeit bis 1800. Wegen 1800, das ist 6 Uhr abends, oder? Oh mein Gott. Die dürfte genau richtig sein für den Peilsender. Also schön. Es geht nicht anders. Ich brauche das Kupferkabel. Ich schneide die Plastikummantelung ein und ziehe sie vorsichtig ab. Und schon habe ich einen schönen Kupferdraht. Ich leihe sie mir nur aus. Also schön. Ich brauche den Kompass. Da kann ich keine Rücksicht auf das Fernrohr nehmen. Hier sind alle Sachen für den Peilempfänger. Sehr gut, ich baue ihn gleich zusammen. Aber erstmal die Theorie. Du nimmst den Empfänger und gehst runter zur Küste, ungefähr zum Hotel. Dort schaltest du das Radio ein. Ich stelle dir alles ein, fummel da ja jetzt nicht dran rum. Dann drehst du die Antenne langsam und hörst, wo die Morsesignale am lautesten sind. Schau dann auf den Kompass und schreib die Gradzahl auf. In Ordnung. Ich mache dasselbe hier mit meinem Empfänger. Dann tragen wir die Peilungen hier in dieser Karte ein. Dort, wo sich die Linien kreuzen, sitzt der Sender. Alles klar? Jawohl, Sir! Gut, jetzt lass mich mal machen. So, dann schauen wir mal.
Das hätten wir. Zurück zum Trödelladen. Und? Hast du eine Peilung? Jawohl, Sir. Peilung bei 73 Grad. Sehr gut. Meine Peilung ist 90 Grad. Los, zeichne die Peilungen ein. Mal sehen. Ihr Laden ist hier. Und Sie hatten eine Peilung von 90 Grad. Ich war ungefähr hier. Und meine Peilung war... Dieser verdammte... Natürlich! Was ist? Ein Boot! Dieser Hundesohn hat ein Boot! Deswegen kennt ihn hier niemand und die Polizei hat ihn nicht gefunden. Die Linien kreuzen sich einige hundert Meter vor der Küste. Etwa 2 Meilen in östlicher Richtung. Gute Arbeit. Du brauchst ein Boot. Ich habe bei einem der Hummerfischer noch einen gut. Du kannst seins benutzen. Und was soll ich damit? Rausfahren natürlich. Und mir mit Reginald Boris einen Kampf auf seinem Schiff liefern? Hast du die Nachricht nicht gehört? Er will heute Abend noch mal in die Stadt kommen und nach dir Ausschau halten. Das hat er gefunkt? Das, muss mir entgangen sein. Na los! Es gibt nicht viele Gelegenheiten, ein Held zu sein. Vor allem traue ich der Polizei nicht. Ich werde die Beweise für Angelinas Unschuld selber besorgen und dieses Mal wird alles hieb- und stichfest sein. Der Schrank sieht aus, als bestünde er aus Wurzelholz. Dürfte sich aber nur um eine dünne Verkleidung handeln. Alles andere wäre zu schwer und zu teuer. Einige Seekarten, Werkzeug, Schrauben und ein Messgerät und... Aha, ein Schlüssel. Das Bild zeigt ein großes Segelschiff bei stürmischem Seegang. Seefahrerromantik. Da sind Scharniere an einer Seite des Rahmens. Ein Tresor. Hoffentlich mit einigen Antworten. Eine Mappe aus Karton. Sie sieht noch recht neu aus. A. steht da drauf. Vorne in der Mappe liegt eine kleine, durchsichtige Folie mit Strichen. Seltsam. Ich nehme sie mit. Was haben wir noch? Fotos von Angelina. Einige sind deutlich älteren Ursprungs. Auf diesem hier kann sie höchstens 13, 14 Jahre alt sein. Und hier ist sie als Kind. Eine Notiz. New York, Boston. Vielleicht ist das ihre Reiseroute. Das beweist, dass Boris schon länger hinter ihr her ist. Ich stecke die Mappe ein. Das könnte passen. Mal sehen. Die Folie passt perfekt. Sie zeigt einen Weg um die Südspitze von Afrika. Die Reiseroute ist Südwest, Süd, Südost, Ost, Nordost und Nordwest. Ich kenne mich mit Segelbooten nicht aus, aber dieses Ding nennt man, glaube ich, Querbaum. Das ist das Ding, das unachtsame Leute an den Kopf bekommen und dann über Bord gehen. Rettungswesten, Rettungsring, ein paar Seile, eine Boje und ein Kanister Benzin.
Nichts, was ich zurzeit gebrauchen kann. Ein aufklappbarer Sitz mit Schloss. Das Schloss dürfte zwar nicht außergewöhnlich stark sein, aber ein Problem ist es trotzdem. Ohne den Schlüssel komme ich hier nicht weiter. Aha. Das dürfte der Stromgenerator des Schiffes sein. Mal sehen. Wow, das ist das Neueste vom Neuen. Was haben wir hier? Ein Ordner namens Willow Creek. Das gibt's doch nicht. Warum zum Teufel hat Reginald Boris Bilder von einem Ort auf seinem Computer, aus dem meine Mutter regelmäßig Geld erhält? Irgendetwas sehr Seltsames geht hier vor. In dieser Akte sind diverse Fotos von Angelina und einige Aufzeichnungen von Boris. Sie beweisen, dass er schon länger hinter Angelina her ist. Nur wieso? Hier ist eine Windrose, die man drehen kann. Ich schätze, das Prinzip ist dasselbe wie bei Fullers Tresor. Nur leider habe ich diesmal kein Stethoskop dabei, um die Mechanik zu hören. Das war die richtige Kombination. Aha. Ein Ring mit einem auffälligen Symbol drauf. Sieht irgendwie keltisch aus. Ein Baum oder sowas. Das hilft mir aber nicht weiter. Eine 3,5-Zoll-Diskette. Beschriftet ist sie mit Biddeford und dem Datum von heute. Das sieht schon eher nach einem Hinweis aus. Ich sollte mir den Inhalt gleich hier ansehen. Wenn die Diskette keine entscheidenden Informationen enthält, muss ich halt weitersuchen. Aber so oder so sollte ich mich beeilen. Ich weiß nicht, wie lange Boris an Land bleiben wird.
denn jetzt los? Der Akku ist leer und auf dem Schiff ist kein Strom. Mal sehen, ob ich das ändern kann. Rettungswesten, Rettungsring, ein paar Seile, eine Boje und ein Kanister Benzin. Nichts, was ich zurzeit gebrauchen kann. Rettungswesten, nichts, was ich zurzeit gebrauche. Ich schätze, normalerweise werden die Batterien an Bord einfach per Kabel im Hafen aufgeladen. Vermutlich ist der Generator nur für Notfälle gedacht. Aha, völlig trocken. Ich muss Sprit nachfüllen. Hier war doch irgendwo... Ja, ein Benzinkanister. In Ordnung. Bereit für den nächsten Versuch. Sehr gut. Aber auch ziemlich laut. Hoffentlich hört niemand das Geräusch an Land. Mal sehen, ob der Inhalt der Diskette ein wenig Licht ins Dunkel bringen kann. Krankenakte Mrs. Michaels? Was zum... Miss Rebecca Michaels. Verbrennungen zweiten und dritten Grades an Händen, Armen und Beinen. Rückenfraktur, angebrochene Halswirbel. Blablabla. Aufgrund einer Sturzverletzung? Dieser Eintrag ist von 1973. Kurz nach dem Autounfall. Besser, dem angeblichen Autounfall? Was will Reginald Boris mit der kranken Akte meiner Mutter? Kennt er sie aus ihrer Zeit in England? Ich werde mich später darum kümmern. Erst einmal geht es um Angelina. Angelina. Hey, Fullers Laden. Da steht jemand im Schatten. Es ist Mr. Biber. Er muss etwas über die Erpressung erfahren haben und... ist ausgerastet. Und da ist Angelina. Sie geht in den Laden. Das ist der Beweis. Fuller war schon tot, als Angelina am Laden angekommen ist. Boris hat beobachtet, wie Mr. Biber Fuller ermordete. Dann muss er erst Angelina und anschließend die Polizei gerufen haben. Aber wozu das Ganze? Warum hat er sie verhaften lassen? War sie ihm im Weg auf der Suche nach meiner Mutter? Oder mir? Guten Abend, Mr. Michaels. Sie! Bleiben Sie weg von mir! Das ist auf einem so kleinen Schiff schwer möglich. Meinen Sie nicht auch? Was wollen Sie von mir? Das ist alles recht kompliziert, glauben Sie mir. Aber wir werden genug Zeit haben, das alles zu klären. Wir beide werden eine kleine Reise machen. Das glaube ich kaum! Ah! Scheiße! Ah! Ah! Es war wirklich mutig von dir, dich mit dem Kerl anzulegen. Naja, eigentlich hatte ich keine andere Wahl. Wenn du das sagst. Hauptsache, die Diskette war noch in Ordnung. Du hast mich damit gerettet. Ja. Nur schade, dass sie Boris nicht erwischt haben. Der wird schon wieder auftauchen. Ich hätte schneller zurückkommen müssen, aber mehr gab das Boot nicht her. Wir wissen immer noch nicht, was er eigentlich von uns wollte. Und wenn du jetzt alleine zurück nach England fliegst, wer soll dann auf dich aufpassen?
Ordnung. Es ist lieb, dass du dir Sorgen machst. Aber ich muss zurück. Und Boris scheint eher hinter dir und deiner Mutter her gewesen zu sein, oder? Mir wird schon nichts passieren. Ich wünschte trotzdem, du würdest hierbleiben. Oder ich könnte mitkommen. Das hatten wir doch schon. Du musst hier bei deiner Mutter bleiben, bis es ihr besser geht. Und in ein paar Wochen kannst du mich besuchen. Bis dahin weiß ich dann auch mehr über dieses geheimnisvolle Willow Creek. Was? Wie meinst du das? Ich werde Nachforschungen anstellen. Über Willow Creek, über Reginald Boris, über die Zeit, als deine Mutter auf diesem Schloss war. Das wirst du nicht. Bleib bloß weg da. Aber ich bin doch Historikerin. Es ist mein Leben, in der Vergangenheit zu wühlen. Mach dir keine Sorgen, Darren. Ich werde dich vermissen. Und außerdem weiß ich ja, wer mich retten könnte. Darren? Mhm. Es kam gerade ein Anruf aus dem Krankenhaus. Du sollst sofort rübergehen. Meine Mom! Mr. Michaels, der Arzt möchte Sie sprechen. Ist irgendwas passiert? Gehen Sie doch bitte einfach durch. Darren, ich... Wo ist meine Mom? Deine Mom ist... Das Herz deiner Mom hat heute Morgen versagt. Was? Nein, das... Es tut mir wirklich sehr leid. Mom! Nein! Hallo, hier ist Rebecca Michaels. Ich bin zurzeit leider nicht zu Hause. Hinterlassen Sie mir doch eine Nachricht, dann werde ich zurückrufen. Darren? Darren, bist du da? Er ist hier, Darren. Reginald Boris ist hier. Ich bin nach Willow Creek gefahren. Ich konnte nicht widerstehen. Verzeih mir bitte. Ich habe einiges über diesen Ort herausgefunden. Hier scheint es so etwas wie eine Verschwörung zu geben. Und ich glaube, Reginald Boris gehört dazu. Ich habe ihn heute gesehen. Und jetzt... Nein, nein, gehen Sie! Da! Darren, hilf mir! Hallo? Hallo! Angelina!